wieder da, wo wir am 6. Juli waren. Und wir sind da, wo wir jeden Montag um 17.30 Uhr antreten werden. Ich persönlich gebe meine Versicherung, dass ich hier jeden Montag bin, solange Gustl nicht draußen ist. Wir verlangen seine sofortige Entlassung, um den Menschen nachvollziehbar zu machen, worum es geht. Und darauf hinzuweisen, dass man Gustl keine Hoffnung machen darf, werde ich etwas vorlesen, was in meinem Kampf gegen die Stasis mir geholfen hat. Erst nach der Entlassung aus meiner Akte habe ich wahrgenommen, wie stark das geschriebene, gesagte oder gesungene Wort eigentlich ist und zusetzen kann. Vor mir hat das jemand schon früher genau gewusst. Das böse Gewissen ist geschrieben 1930 von Kurt Tucholsky. Jeder Mensch hat seine kleinen Geheimnisse. Jeder Kaufmann verheimlicht, wo er nur kann, seinen Verdienst. Wenigstens in Europa tut er das. Die Löwen gehen ins Dickicht, wenn sie sich paaren wollen. Nicht etwa, wie die katholische Kirche triumphieren meint, weil sich die guten Tiere im Gegensatz zu den Bolschewisten schämten, sondern weil sie sich in diesem Augenblick wehrlos fühlen. Wenn es sehr ernst wird, baut der Mensch ein Paravan um sich auf. Jeder Staat hat seine großen Geheimnisse. Nicht nur die, die das kaiserlich-faschistische Reichsgericht mit wilden Spionageprozessen schützt. Etwa jeden zweiten Tag wird in Deutschland einer wegen Verrats verurteilt. Die Staaten haben noch andere Geheimnisse. Eines davon ist die Exekutive, die an den Wurzeln des Staates wacht. Denn wie kommt es, dass um die Amtszimmer der politischen Polizeiverwaltungen aller Länder eine eigentümliche Atmosphäre weht? Ein merkwürdiges Gemisch von Muff und nicht sehr einwandfreien Gerüchen. Es ist eine stockig gewordene Luft, wie sie in den Bauernstuben gefunden wird, deren Fenster lange Wochen ängstlich verschlossen sind. Ist das überall so? Das ist überall so. Überall liegen dicke Riegel vor den Praktiken der Staaten, mit denen sie sich neben ihren Schulden an die Großfinanz am Leben halten. Die defensive Offensive, die da getrieben wird, ist immer geheim. Deutschland hat nach dem Kriege zugelernt. Seine Polizei kann es zwar noch nicht so schön wie die entsprechenden, natürlich gar nicht existierenden Organe der Reichswehr gegen die Sûreté Générale in Frankreich, gegen deren schmutzige Schwester, die Sicuranza in Rumänien, gegen die Polizeiverwaltungen in Italien, ist das ja alles noch ein Kinderspiel. Und immer im Dunkel, immer im Dunkel. Das ist kein Rest atavistischer Scham. Das ist etwas anderes. Es ist das peinliche Gefühl der Beteiligten, die tiefe Unsinnigkeit des moralischen Staates zu offenbaren, wenn sie die Türen und die Akten öffneten. Denn hier liegt klar zutage, wie der Staat zwar Ethos und Sittlichkeit von seinen Zwangsabonnenten verlangt, auch in Fällen der Gefahr, gerade in Fällen der Gefahr, wie er aber selber auf alle Moral, auf Ethos und auf Sittlichkeit pfeift. Wenn es für ihn ernst wird, dann handelt er so, als ob es für ihn keine Gesetze gäbe. Und es gibt auch für ihn keine. Seine Not kennt kein Gebot, nicht einmal das von ihm selbst ausgegebene. Sieht man von den Ereignissen um das Jahr 1919 ab,
So kann nicht davon gesprochen werden, dass in Deutschland heimliche Hinrichtungen vorgenommen werden. Zwar berechtigt ein gesetzeswidriger Schießerlass jeden Polizeibeamten gegen Fürsorgezöglinge, Handwagendiebe und Radfahrer, ohne Laterne die Todesstrafe zu verhängen, aber systematisch in den Zellen wird das nicht mehr so einfach exekutiert. Da wird reglementmäßig schikaniert. Völlig schutzlos sind nur zwei Kategorien: Ausländer und Kommunisten. Kommunistische Ausländer tun gut, sich vor Beginn eines Verfahrens begraben zu lassen. In sämtlichen Ländern. Hier scheint alles erlaubt. Hier ist es alles erlaubt. Sanfte Erpressungen, quälende und marternde Haft, ohne Verteidiger, ohne die Möglichkeit, Briefe zu schreiben und Briefe zu empfangen, elende Unterkunft, bohrender Stummsinn, Tabakentzug, unbefriedete Sexualtrieb, Verhöre, Verhöre, Verhöre. Es gehören eiserne Nerven dazu, das zu überstehen. Gustl Gott steht dir bei. Und hier ist dem Staat, hier ist den Staaten jedes Mittelrecht. Das macht, es gibt in diesen Dingen nicht einmal den Schein eines Rechts, der Ausländer hat. Wenn die Verwaltung ihn erst einmal beim Wickel hat, so gut wie keine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Wehrlos ist er. Alles, was der Staat beim Privatmann auf das Schärfste ahndet, macht er hier in schöner Grausamkeit selber. Er riegelt aber die Türe vorher zu. Es soll niemand wissen, auf welchen Quadern dieses System von Sittlichkeit und Gerechtigkeit ruht, das sich bei Totenfeiern und Denkmaleinweihungen Salbaden seine selber rühmt, wobei den Ministern das Maul schäumt. Es ist ein ununterbrochener Kleinkrieg, der da geführt wird, und er wird nach sehr einfachen Grundsätzen geführt. Der Exekutivbeamte höherer Grade hat nur eine Bremsvorrichtung. Er schielt auf seinen Vorgesetzten, ob der ihn wohl deckt. Der deckt ihn immer. Sie decken sich untereinander in Frankreich, in Italien, in Deutschland und in den USA. Kein Popanz vom Parlament, keine sogenannte öffentliche Meinung beißt da einen Faden ab. Dienstliche Erwägungen haben, eine Nachprüfung hat ergeben, das völlig im Rahmen der Bestimmungen. Und wenn selbst, was unerhört wäre, einmal ein Minister stolpern sollte, weil in seinem Revier ein Fremder halb tot geprügelt, zu Unrecht ausgewiesen, von Frau und Kind getrennt worden ist, ein Minister geht, die Beamten bleiben. Und sind nur wochentags ihrem Vorgesetzten und sonntags dem lieben Gott verantwortlich, und die lassen beide mit sich reden. Gegen diese Praktiken der politischen Polizeiverwaltungen ist noch ein bürgerlich-faschistisches Strafverfahren ein Badezimmer an Reinlichkeit. Hinter den heruntergelassenen Rollo-Jalousien, der ängstlich festen Regeln, bewahren Geheimhaltung im staatlichen Interesse, gibt es keine festen Regeln. Alles schwimmt. Es gibt vielleicht hier und da feststehende Praktiken, die aber beliebig durchbrochen werden können. Das Opfer liegt da wie ein Hund auf dem Vivisektionsbank und kann sich nicht rühren. Es kann nur leiden. Bei manchen Affären, die durch die Fensterritzen stinken, hat man das Gefühl, dass nichts für die Staatsinteressen getan wird, sondern dass die Beamten ihren Affen Zucker geben. Was da zum Beispiel mit den Staatenlosen getrieben wird, ist eine Schande für diesen lächerlichen Kontinent, dem sie den Horizont mit Fahnenstöcken vernagelt haben. Man hat oft den Eindruck, dass hier einem Ball geopfert wird. Die Schreiber sind die Priester, und es sind strenge Priester.
Man kann wohl einmal ein Opfer losbitten, dieses Gesindel aber von der tiefen Unsittlichkeit ihres Tuns zu überzeugen. Das hat noch niemand gemacht. Der Bildhauer setzt seine Vision in Ton um. Die politische Polizei arbeitet in Menschenmaterial. Und immer im Dunkeln, immer im Dunkeln. Es ist ein moralisches Dunkel. Niemals wird mehr in Mitteleuropa im Keller bei Fackellicht gefoltert. Man braucht allerdings nur 12 Stunden weit zu fahren und jeder Balkanstaat könnte, wenn er Mut hätte, den Besucher zeigen, unsere Sadisten sind alle in Freiheit, aber sie morden keine kleinen Kinder. Wir haben aus ihnen Polizeibeamten gemacht. Gut nass. Was aber an gequälten Proletariern durch Europa irrt, ohne Pass, mit dem falschen Pass, gehetzt und vertrieben. Wie viele Leben vernichtet werden, wie viele lebendige Tote durch die Welt taumeln, immer in Furcht und Angst von den pensionsberechtigten Kopfjägern zu Nutz und Formen und Frommen des großen Manitou des Staates geschnappt zu werden. Und dann wieder ein quälender Transport in menschenunwürdigen Wagen und Eisenbahnabteilen, wieder harte Nächte in dreckigen und verwandten Lokalen, diesem echten Ausdruck der Staatsidee, wieder Verhöre, 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 Ausweisungen, Abschiebungen, Auslieferungen, das ist ein weites Tränenfeld. Kein Licht scheint da hinein. Das sittliche Vergehen des einzelnen Beamten ist dabei sehr gering. Die Verantwortung ist in lauter klitzekleine Stücke zerteilt, bis sie niemand mehr hat und bis die Kollektivität sie trägt und diese Verantwortung erscheint nur in Ministerreden. Wie viel Leid ist nötig, damit der Begriff Italien lebe? Und das ist in allen Staaten so, in allen ohne Ausnahme. Hohl klingt der Boden, auf dem das Staatsauto einherdonnert. Unten im Dunkel, abgesperrt von anständigen Leuten, raschelt es in Akten und schließt an Zellentüren. Eine bekommt eine Backpfeife und manche ein trockenes Todesurteil, das er an sich selber im Chausseegraben eines fremden Landes vollstrecken darf, in dem er verhungert. Still, es sind die immer treuen Leute der amtlichen Unterwelt. Der Staat aber ist der Ausdruck einer sittlichen und moralischen Idee. Und das war 1930 geschrieben.